So sieht es aus, wenn ein Putschversuch plötzlich abgeblasen wird. Rostow am Don, Samstagabend. Die Kämpfer der Privatmiliz Wagner verlassen unter dem Jubel der Menge die Stadt. Auch der Boss macht sich aus dem Staub. Jewgeni Prigoschin hatte die Revolte angezettelt. Sein Marsch nach Moskau konnte angeblich nur unter Vermittlung des belarussischen Präsidenten Lukaschenko gestoppt werden. Dem Wagner-Chef und seiner Truppe sicherte Kreml-Chef Putin offenbar Straffreiheit zu. Einen Tag zuvor. Die Söldnertruppen kommen wie aus dem Nichts. In den frühen Morgenstunden besetzen sie die Millionenstadt Rostow, angeblich ohne Gegenwehr des russischen Militärs. Wir sind im Hauptquartier. Es ist 7.30 Uhr am Morgen. Alle militärischen Einrichtungen sind unter unserer Kontrolle. Auch der Flughafen. Flugzeuge, die im Ukraine-Einsatz sind, heben ganz normal ab. Es gibt keine Probleme. Mitten in die ukrainische Gegenoffensive hinein eskaliert die Lage an der Heimatfront. Eine Privatarmee spielt russisch Roulette. Das gefällt nicht allen. Wo ist euer Gewissen? Seid ihr jetzt Heimatverteidiger oder nicht? Warum habt ihr dieses Durcheinander angerichtet? Wer seid ihr? Kannst du nicht reden? Auskunftsfreudiger ist der Chef im Gespräch mit hochrangigen Generälen des russischen Militärs. Er hat die Verantwortlichen des verpatzten Ukraine-Feldzugs im Visier. Wir sind gekommen, um den Generalstabschef und den Verteidigungsminister Shoigu zu kriegen. Okay, nimm ihn. Und solange sie nicht da sind, blockieren wir die ganze Stadt und werden bis nach Moskau gehen. Verteidigungsminister Sergei Shoigu ist Prigoschins Erzfeind. Der Wagner-Chef hatte ihm immer wieder vorgehalten, seine Truppe nicht ausreichend mit Munition und Waffen versorgt zu haben. Shoigu bleibt an diesem Samstag in Deckung. Und Prigoschin setzt seinen Militärkonvoi in Richtung Moskau in Gang. Widerstand gibt es anfangs kaum. Um den Vormarsch zu stoppen, bombardiert die Luftwaffe die Straße in die Hauptstadt. Und Putin spricht eine Warnung aus. Das ist ein Schlag gegen Russland. Wir werden hart vorgehen, um unser Heimatland davor zu schützen. Alle, die freiwillig den Weg in den Verrat eingeschlagen und einen bewaffneten Aufstand vorbereitet haben, die auf Erpressung und die Methoden von Terroristen gesetzt haben, werden eine unvermeidliche Strafe erleiden. Früher galten Putin und der Söldnerboss als beste Freunde. Angefangen hatte Prigoschin als Kioskbesitzer. Später arbeitete er sich zum Gastronomen hoch und wurde als Putins Koch berühmt. Und mit dessen Hilfe steinreich. Spiegel TV zeigte er einmal seine Waffensammlung, versteckt hinter einem Spiegelschrank im heimischen Wohnzimmer. Das ist ein automatisches Gewehr. Eine Kalaschnikow. In den 80ern saß Prigoschin mal wegen eines bewaffneten Raubüberfalls im Gefängnis. Entscheidend für Prigoschin ist, er kommt aus einem kriminellen Milieu. Er ist eigentlich ein Mafia-Capo. Er hat eigentlich in dem Sinne nicht einen Hintergrund jetzt aus den Geheimdiensten oder den Sicherheitsapparaten. Und das ist das Interessante, wie so eine Figur quasi aus dem Catering-Geschäft in das Militärgeschäft übersteigen. Eine Karriere im Windschatten Putins. Mit seinen Einnahmen aus Staatsaufträgen gründet er schließlich die Privatarmee Wagner. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo das reguläre russische Militär offiziell nicht sein darf. In Mali, der Zentralafrikanischen Republik oder Syrien. Dort hat sich Wagner Beteiligungen an Öl- und Erdgasfeldern gesichert. In Teilen Afrikas kontrolliert man den Gold- und Diamantenhandel. Menschenrechtsaktivist Wladimir Osetschkin kennt die Truppe. Das ist eine private Militärstruktur, aber unter Wladimir Putin. Das sind Leute, die verdeckt arbeiten. Sie machen die Drecksarbeit, für die Putin, das Verteidigungsministerium und der FSB keine Verantwortung übernehmen wollen. Das ist es, was Prigoschin mit seiner paramilitärischen Einheit macht. Auch Marat Gabidulin kämpfte für Wagner. In Syrien eroberte er Erdölanlagen vom sogenannten Islamischen Staat zurück. Vor ein paar Monaten gab er Spiegel TV ein Interview. Für uns war Prigoschin die Nummer eins.
Er war so etwas wie der Stellvertreter Gottes auf Erden. Der ehemalige Söldner lebt inzwischen im französischen Exil. Wir erreichen ihn per Skype. Putin hat keine Angst gehabt. Er hat sofort verstanden, dass der Marsch in Richtung Moskau inszeniert war. Es war kein Putsch gegen Putin. Es war Prigoschins Rachefeldzug gegen Shoigu. Er wollte seine Hände an den wohlgenährten, weichen, weißen Hals dieses Mistkerls Shoigu legen. Doch auch wenn Prigoschins Ziel nicht der Kreml-Chef selbst war, so könnte die Revolte den Gegnern Putins in die Hände gespielt haben. Ein Video der Legion Freies Russland, einem internationalen freiwilligen Bataillon, das von der Ukraine aus Angriffe auf Russland ausführt. Ihr mittelfristiges Ziel: der Sturz Putins. Leiter des politischen Flügels der Einheit ist Ilya Ponomarev, ein ehemaliger russischer Duma-Abgeordneter. Wir glauben, dass alles, was passiert ist, Putins Schwäche gezeigt hat. Dass es sich um einen Koloss auf tönernen Füßen handelt, dass Moskau verwundbar ist. Es hat sich gezeigt, dass ein Angriff möglich und notwendig ist. Und wir erwarten einen weiteren Zustrom von Menschen in unsere Reihen, in die Reihen des russischen Widerstands. Und den Plan, den Prigoschin nicht umgesetzt hat, werden wir auf jeden Fall zu Ende bringen. Wie es nach der abgesagten Revolte für die Wagner-Gruppe weitergeht, bleibt völlig offen. Nicht wenige seiner Kämpfer dürften von seinem Rückzug enttäuscht sein. Wie auch andere Freiwilligenverbände, die sich seinem Marsch auf Moskau angeschlossen hatten. Wie zum Beispiel die Truppe Sturm Z. Eine Sträflingseinheit, die eigentlich dem Kreml untersteht, aber ihre Hoffnung auf Prigoschin gesetzt hat. So etwas macht man nicht. Wenn man etwas anfängt, zieht man es gemeinsam durch. Aber jetzt stellt sich raus, du bist kein Mann, sondern ein Weichei. Prigoschin ist seit seiner Abfahrt aus Rostow am Don aus der Öffentlichkeit verschwunden. Angeblich darf er ins Exil nach Belarus zu Lukaschenko gehen. Ob sich Wladimir Putin langfristig an sein Versprechen der Straffreiheit halten wird, bleibt aber fraglich.